Wahrscheinlich hast du schon einmal Dejo-Messer gesehen oder hast selber eines und was ich davon halte und was gut ist und was schlecht ist, ja, das schauen wir uns gemeinsam an. Hallo, willkommen, das ist der René Ross vom Survivor Show Problemskunst, schön, dass du dabei bist. Da ist es nun wieder, dieses Franzosenmesser, dieses Dejo oder Dejo oder wie auch immer du dazu sagen magst. Und dieses Messer, das habe ich schon einmal vorgestellt bei meiner Messersammlung und bin zum Schluss gekommen, weil das habe ich ja schon einige Jahre, dass es ein Schaß mit Quasteln ist, so sagt man das in Österreich. Was bedeutet das? Ich mag es noch einmal wiederholen, wenn du das Video nicht gesehen hast. Wenn du dir den Anschliff anschaust, nämlich ja, den wirklichen Anschliff, dann ist der nur einseitig. Jetzt kannst du sagen, Rainer, ja, und ein Rasiermesser ist auch nur einseitig angeschliffen. Dann sage ich, ja, du hast recht. Aber wenn du Linkshänder bist, wirst du mit diesem Messer glücklich sein, weil der Anschliff genau an der richtigen Stelle ist. Wenn du aber Rechtshänder bist, so wie ich, ja, dann ist das einfach ein Schaß mit Quasteln, ganz genau. Weil nämlich der Anschliff auf der falschen Seite ist, kann nicht vernünftig schnitzen. Ich meine, ja, ein Semmler aufstechen und aufschneiden, das geht. Oder ein Paket aufschneiden, das ist alles kein Thema. Aber sonst ist das einfach ein Schaß. So, und dieses Video, das hat auch der Benny gesehen. Der Benny, der sitzt jetzt da hinten, weil der arbeitet bei mir als Grafiker, als Bushcrafter, als einfach Mädchen für alles. Und der hat das Video gesehen und hat gesagt, Reini, du, ich zeig dir was. Und zwar dieses schöne Ding hier. Und jetzt lassen wir mal die Optik weg. Dieses Messer hat er von seiner Frau geschenkt bekommen und hat gesagt, Reini, ich verstehe überhaupt nicht, was du hast. Das ist doch voll super, mit dem kann man schön schnitzen, es ist leicht, es ist toll und sowieso. Was ist mit dir? Schau mal her. Das Messer, das er hat, das ist ein sozusagen normal angeschliffen von beiden Seiten. Ja? Da ist die Faser auf beiden Seiten angeschnitten und daher kann man auch tatsächlich wirklich schön schnitzen, ist es einfach super gemacht und er hat mir dann gleich den Konfigurator auf der Seite von Dejo gezeigt, da gibt es ja unterschiedlichste Motive, ich gebe da unten den Link dazu, schaut das ganz einfach an und das ist eine super Sache. Aber, und das ist jetzt die große Frage, warum ist das bei diesem Messer normal gemacht und bei meinem Messer so blöd, wie ich es nenne? Es liegt einfach daran, hier ist noch einmal ein Steg, ja, und da geht das Messer komplett rein, da kann sich niemand verletzen, ist alles super. Das ist bei dem hier nicht der Fall, denn das muss wirklich am Rahmen anliegen, dadurch gibt es nur eine Seite, die angeschliffen ist, damit man sich nicht wehtun kann. Ja, also gut überlegt, schön gemacht, aber praxistauglich ist es nicht. So, und daher muss ich meine Meinung revidieren. Mein Dejo-Messer ist ein Schaß mit Quasteln und das von Benny und das, was es ja auch, wie gesagt, auf Amazon, aber auch direkt auf der Dejo-Seite zum Konfigurieren gibt, das ist ein klasse Teil. Warum? Es ist leicht, es ist kompakt, du hast eine relativ lange, scharfe Klinge, wiegt aber nichts, kannst immer dabei haben, ein perfektes EDC-Messer und das wollte ich ganz einfach als Video, als Korrektur, damit ich fair und sachlich bleibe, wieder dazu machen. Das war's, ich mag dir mal einen Kommentar bitten, wie siehst du das? Hast du Dejo-Messer oder spreche ich das überhaupt richtig aus? Oder sagt man Dejo oder sonst irgendwas? Schreib mal das ganz einfach, das wäre sehr, sehr nett. Link zum Produkt findest du unten, auch auf der Dejo-Seite ja, zum Konfigurieren. Ein Abo, da geht's zum René Rossmann Messerkanal, wenn du den noch nicht kennst, aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein René Rossmann. Und jetzt gehe wieder zum Benny weiter hackeln. Ciao.